Hallo Kackbratzen. Ihr liebt Spiele, in denen ihr mit fetten Mechs durch die Gegend jagen könnt und mit deren dicken Wummenwellen von Feinden niedermähen könnt, als gäbe es kein Morgen? Auf der anderen Seite seid ihr aber auch heimliche Fans von Dating-Simulatoren, in denen ihr in einer herzallerliebsten Story das Herz eurer Angebeteten erobern könnt? Ihr wünscht euch ein Spiel, das eure beiden Laster miteinander vereint? Gibt es nicht? Aber holla die Waldvieh. Natürlich gibt es so ein Spiel. Der Titel eurer Träume hört auf den Namen Love and Destroy und wurde 1999 exklusiv für die PS1 nur in Japan veröffentlicht. Solltet ihr also noch nie was davon gehört haben, seid ihr ausnahmsweise entschuldigt. Entwickelt wurde der eigentlich ziemlich fantastische Third-Person-Mech-Kampf-Dating-Simulator-Mischmasch von Inti Creates in Zusammenarbeit mit Arc Entertainment. Das Spiel zeichnet sich aber auch durch seine unfassbar gut gemachten Anime-Zwischensequenzen aus, die übrigens aus dem Hause IG Studio stammen. Wenn euch jetzt der Dating-Sim-Aspekt nicht so schmeckt, solltet ihr euch trotzdem davon nicht abschrecken lassen, denn die Qualität des Action-Parts ist von erster Kajüte. In Love and Destroy schlüpfen wir in die Rolle eines Schülers, der eigentlich nur einen Spaziergang mit seinem Wauwau machen wollte, als die Hölle über Japan ausbricht. Eine außerirdische Lebensform namens Churms ist gekommen, um alles Leben auf der Erde auszulöschen. Genauer gesagt sind diese Churms seltsame Wesen, aus negativen Emotionen geboren wurden und ernähren sich von Stress, den es auf der Erde zuhauf gibt. Im letzten Moment konnte unser Held auf ein seltsames Raumschiff gebeamt werden, indem er auf drei reizende Damen und einen Roboter trifft. Die Reisenden kommen aus der 50 Jahre entfernten Zukunft, in der bereits fast alles Leben ausradiert wurde, und nun ist man in der Zeit zurückgekehrt, um zu retten, was noch zu retten ist. Es gibt da nur ein kleines Problem. Die drei Ischen sind keine echten Menschen, sondern Q-Tron genannte Androiden. Man hat auch eine mächtige Waffe, um die Außerirdischen zu bekämpfen, allerdings fehlt eine wichtige Komponente. Die synchronisierte Energie emotionaler Dynamik, oder kurz Seed genannte Waffe, hängt von der Verbindung zwischen dem Q-Tron und seinem Piloten ab, insbesondere auf der Ebene der Gefühle und ihrer emotionalen Bindung. Die drei Q-Tron-Tusen haben zwar allesamt auch einen kampfbereiten Mech, nur leider fehlt ihnen wie gesagt der Pilot, und genau hier kommt nun unser Held ins Spiel bzw. auch die Dating-Simulation. Unser junger Held muss sich nun auf emotionaler Basis mit einem der drei Mädchen verbinden, um die volle Macht der Seed-Waffe zu nutzen. Das klingt jetzt alles ein wenig kompliziert, keine Angst, das ist es nicht. Fangen wir aber mal ganz am Anfang an. Love and Destroy ist in erster Linie ein knallhartes Actionspiel, das in mehrere jeweils 5 Minuten lange Missionen aufgeteilt ist, in denen man einen oder gleich mehrere Bosse besiegen muss. Da wir drei verschiedene Ischen mit jeweils unterschiedlichem Temperament zur Auswahl haben, gibt es dementsprechend auch drei verschiedene Mechs, die wir steuern dürfen. Jeder der drei Mechs verfügt dabei über ein unterschiedliches Waffen- und Bewegungssystem. Zudem hat man je nach ausgewählten Mech auch einen Vorteil gegen bestimmte Feinde. Im Prinzip hängt es aber am Ende am eigenen Geschmack ab, mit wem man am liebsten die Missionen bestreiten möchte. Die Mechs entsprechen auch mehr oder weniger den emotionalen Eigenschaften unserer drei Mädels. Vivi ist die Tsundere der Gruppe und hasst es zu verlieren. Es scheint, als ginge ihr der neue Pilot ziemlich auf ihre Eierstöcke. Sie gibt sich als unnahbar, ist hitzköpfig, aber im Prinzip hat sie unter der harten Schale einen weichen Kern. Dementsprechend ist ihr Mech zwar sehr schnell unterwegs, grundsätzlich ist er aber der Schwächste im Bund und ist hauptsächlich nur mit Nahkampfwaffen ausgerüstet. Die gute Lulu ist die älteste und ruhigste im Bunde, hat aber auch gleichzeitig die größte Kampferfahrung. Somit hat sie zwar auch einen kräftigen Mech, allerdings ist er nur eher langsam auf dem Schlachtfeld unterwegs. Lulu hat leider noch schwer zu kämpfen, da sie sich unsterblich in den letzten leider nicht so ganz unsterblichen Piloten verliebt hatte. Wählt man Lulu, wird man sich im Spiel für den schwierigsten Schwierigkeitsgrad entscheiden. Kiki ist der Jungspund unter den drei Androiden-Damen und steuert auch den Mech der allerneuesten Generation. Ihr Kampfroboter ist der wohl ausgewogenste unter den drei verfügbaren Kampfmaschinen und auch für Anfänger ist dieser Charakter wohl am besten geeignet. Delete-Programm start.
Was die Bedienung der drei Macs betrifft, bedarf es am Anfang vielleicht ein wenig Übung, da mit den beiden Analog-Nupses die Bewegung und die Zielführung getrennt voneinander gesteuert werden. Zudem gibt es keine automatische Zielerfassung, weshalb man eine gute Hand-Augen-Kombination benötigt. Aber schon nach den ersten zwei Kämpfen sollte man raushaben, wie der Hase läuft. Simulation 終了. System check. Light data. Verify. Store. 確認しました. Mit jeder erfolgreich abgeschlossenen Mission darf man sich auf eine Handvoll Erfahrungspunkten freuen, mit denen man den Angriff und die Stärke der Mechs aufrüsten kann. Übrigens ist das Spiel nicht sofort vorbei, wenn man mal eine Mission verliert, wenn einem die Zeit abgelaufen ist. Solange man noch etwas Lebensenergie übrig hat, geht die Story weiter. Allerdings sammelt man keine Erfahrungspunkte. Grundsätzlich gilt, je schlechter man spielt, desto schwieriger werden im Verlauf die Missionen, bis zu dem Punkt, an dem ein Level vielleicht unschaffbar wird. Es lohnt sich dann vielleicht, eine Mission nochmals von vorne zu beginnen, um eben die benötigten Erfahrungspunkte zu sammeln. Ist man ein wahres Naturtalent, wird man das Ende des Spiels ziemlich schnell erreicht haben. Wenn man sich durch die Gespräche durchklickt und effizient auch noch jeden Feind ausschaltet, wird man mit einer halben Stunde rechnen müssen, bis man den Abspann sieht. Aber das bedeutet nicht, dass man das Spiel auch gleich wieder zurück ins Regal stellen wird. Erstens haben wir drei verschiedene Damen, mit denen wir jeweils einzeln einen neuen Durchlauf starten können, und zum anderen macht das Geballer im Mech einfach unheimlich viel Spaß. Die Action, die Love and Destroy auf den Bildschirm zaubert, ist einfach phänomenal. Das Spiel sieht für einen PS1-Titel wirklich sehr, sehr gut aus. Man pflügt mit seinen riesigen Kampfroboter durch die weiten Schlachtfelder, auf denen wir praktisch noch jedes Gebäude dem Erdboden gleich machen können, und wenn wir mit dem schnellsten Mech durch die Gegend zwischen, kommt ein unheimliches Gefühl von Geschwindigkeit auf. Wären da nicht gelegentliche Ruckler, aber bei all der Action kann man das noch verstehen. Auch die Gegner sind im Prinzip alle sehr gut gestaltet worden, und wenn das Gameplay nicht schon süchtig macht, dann sind es die absolut einzigartigen Anime-Zwischensequenzen, mit denen die Story erzählt wird. 7.2の地震は市街地を中心に鉄道などの交通網に大きな被害を及ぼしており Die Anime-Sequenzen sind absolut erste Kajüte, und man wünschte sich so sehr, dass man daraus einen abendfüllenden Film machen würde. Wäre eben nur nicht die Kompression aus der Hölle, was die Filmchen dann eher so wirken lässt, wie die Kinofilme, die wir uns damals Anfang der 2000er von vertrauenswürdigen Quellen aus dem Netz geladen haben. Je nachdem, welchen Weg man einlegt, kann man auch unterschiedliche Filmchen freischalten, von dem einer unterhaltsamer als der andere ist und die jeweils zuckersüßen Beziehungsspielchen und Geplänkel untereinander erzählen. Und falls euch der Stil bekannt vorkommt, liegt es vermutlich daran, dass niemand anderer als Masakazu Katsura für das Design verantwortlich war. Einen Film zum Spiel gibt es zwar nicht, aber im Jahr 2000 wurde tatsächlich ein Roman veröffentlicht, der sehr viel Hintergrund zur eigentlichen Story des Spiels bietet, da viele Punkte relativ unerklärt blieben. Unser Held wurde zum Anfang des Spiels nicht zufällig von unseren drei Tusen ausgewählt, nur wird das im Spiel eben nicht erklärt. Im Roman erfährt man, dass der Wissenschaftler, der die Q-Tron erschaffen und diese zurück in die Vergangenheit geschickt hat, eine ältere Version unseres namenlosen Titelhelden ist. Wir werden jedenfalls mit einer Menge zeitlichen Paradoxien bombardiert, und es wird auch erklärt, dass nur Androiden in der Lage sind, Zeitreisen zu begehen. Lulu, die älteste der Androiden, wurde mit Hilfe der Gene der Frau unseres Helden und gleichzeitig ehemaligen Jugendfreundin erschaffen, die wir im Spiel nur ganz kurz sehen werden und dort nicht weiter erklärt noch vorgestellt wird. Des Weiteren erklärt man den Ursprung der außerirdischen Lebensform, und trotz des eigentlich recht heiteren Grundtons gibt es einige relativ traurige Seiten. Zum Beispiel wird sich Vivi bewusst, dass ihre Lebenszeit begrenzt ist, denn dadurch, dass sie in der Vergangenheit die außerirdische Bedrohung ausschalten, bedeutet das auch das Ende ihrer eigenen Existenz. Kommen wir aber schnell nochmal auf den Dating-Simulator-Aspekt zu sprechen. Wie gesagt, gibt es am Ende einer jeden erfolgreich abgeschlossenen Mission eine Zwischensequenz, die unseren Piloten mit dem zuletzt gewählten Q-Tron zeigt. Man beschränkt sich allerdings nicht nur auf ein Filmchen, sondern zwingt dem Spieler am Ende auch eine Entscheidung zu treffen, mit der man die Beziehung zum Mädchen seiner Wahl erheblich verbessern kann, sofern man die richtige Antwort ausgewählt hat. Da es keine englische Übersetzung gibt, könnte das vielleicht ein kleines Problem darstellen, da die auszuwählenden Antwortmöglichkeiten viel zu schnell über den Bildschirm fliegen. Das ist wie schon erwähnt nicht irgendein kitschiges Beiwerk im Spiel, denn die Dating-Sim ist eng mit dem Action-Teil des Spiels verknüpft. Durch die Verbesserung eurer Beziehung mit den drei Tusen könnt ihr die Kampfkraft eurer Mechs im Kampf verbessern. Dies führt theoretisch auch zu zwei verschiedenen Spielausgängen. Wer in seiner romantischen Beziehung sein Äußerstes gibt, erhält am Ende einen Herzbläser, mit dem man den finalen Gegner mit einem mächtigen Spezialangriff sofort ins Jenseits pusten kann. Allerdings kann man somit nicht das gute Ende erreichen. Wer das beste romantische Ende erreichen möchte, muss auch im Kampf alles geben, und wer möchte bitteschön nicht mit einer Roboter-Ische eine Beziehung führen? Sollte man wie schon erwähnt mal nicht ein Level schaffen, aber trotzdem überleben, gibt es keine hübsche Zwischensequenz. Stattdessen gibt es eine Szene voller Trostlosigkeit, die die von den Außerirdischen verursachte Zerstörung zeigen, oder den Helden des Spiels, wie er alleine depressiv in seinem Zimmer abhängt.
Love and Destroy ist wirklich eine wahre Perle und mich würde es tatsächlich interessieren, wer von euch jemals von dem Spiel gehört hat. Es ist so schade, dass man von so vielen Spielen so gut wie nichts im Web oder auf YouTube finden kann, vor allem von jenen, die nur in Japan veröffentlicht wurden. Das Spiel wirkt auf den ersten Blick recht kurz und wie gesagt wird man auch relativ schnell das Ende erreichen. Wer aber wirklich alle Filmsequenzen freischalten möchte, der wird aber dennoch einiges zu tun haben. Und auch wenn das Gameplay relativ rudimentär erscheint, ist Love and Destroy wirklich kein schlechtes Spiel. Es ist vielleicht nicht perfekt und leider werden alle, die Japanisch nicht so wirklich gut verstehen, von der Story nicht viel mitbekommen. Aber schon der Action-Part des Spiels reicht aus, um ein paar vergnügliche Stunden mit Love and Destroy zu verbringen. Solltet ihr zufälligerweise über den Titel stolpern, solltet ihr ihn unbedingt ausprobieren. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.